So, gleich, wir starten mit einem Poltern bei dir, Robert. Also, willkommen zurück zum nächsten Teil. Wir haben den Robert hier und der Robert spricht über Team-Setup in Selbstorganisation. Für mich auch ein sehr relevantes Thema, weil wenn wir schon starten mit einem Team, das irgendjemand zusammengestellt hat und die sich fragen, warum sind wir denn eigentlich die Richtigen und wir können doch eigentlich gar nicht miteinander, dann sind wir weit weg vom Performen. Und die gute Frage oder die schwierige Frage dabei ist ja, aber wie geht denn das mit Selbstorganisation, wenn wir noch gar nicht da sind als Team? Da fehlt es ja irgendwie ein Vakuum da. Und wir haben da auch bei uns ganz viel schon ausprobiert, von einer entscheidet, nenn ihn PO oder wie auch immer, bis wir sitzen alle in einem Raum, die es machen könnten und kommen erst wieder raus aus dem Raum, bis wir eine Lösung haben. Und alles dazwischen. Insofern bin ich sehr gespannt, was der Robert uns dazu erzählt, was seine Learnings, dich begleitet dieses Thema ja auch schon im Moment. Du warst schon auf der T4AT auch genau mit dem Thema. Ja. Und insofern bin ich gespannt über die neuesten Erkenntnisse, die du uns heute berichtest. Ja. Ja, vielen Dank, Joe. Für mich immer noch eins tatsächlich der spannendsten Themen, mit denen ich mich beschäftige in meinem Beraterleben aktuell, ist, wie kommt man zu guten Team-Setups? Und wie Joe, du auch schon gesagt hast, ist es tatsächlich schon ein Prinzip, wo man alle in einen Raum sperrt und nachher mit einer Lösung rauskommt. Aber ich glaube, dass allein in den Raum sperren, die Tür abschließen, das ist noch nicht genug. Ja, also da muss tatsächlich auch noch ein bisschen mehr passieren und das muss auch ein bisschen organisiert sein. Und wie das Ganze funktionieren kann, das möchte ich euch gerne hier mal an einem Beispiel vorstellen. Ja, am Anfang möchte ich gerne mal mit dem Punkt der Challenge, also was für eine Challenge hat man denn, wenn es um Teamzusammenstellung geht? Man möchte natürlich im besten Fall das perfekte Team haben. Ja? Perfektes Team wird es wahrscheinlich nie geben. Ja, das ist auch vielleicht ein ganz wichtiges Learning, was ich an der Stelle noch mitgeben möchte. Man wird in einem Team-Setup-Building nie mit einem super perfekten Ergebnis rauskommen. Das ist auch gar nicht notwendig aus meiner Sicht, aber am Ende möchte man mit einem Ergebnis rauskommen, wo man sagt, man hat Teams, die gut arbeitsfähig sind. Ja, damit wäre für mich dann der Zweck erfüllt hier von der Mission. Und da gehört natürlich dazu, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass man wirklich optimalen Einsatz und Stärken von den einzelnen Personen gefunden hat und die im besten Fall auch so genutzt werden können. Da finde ich immer wieder extrem viele Potenziale, die verloren werden in Unternehmen dadurch, dass Menschen einfach nicht das tun können, was sie richtig gut können. Natürlich am Ende ist es ganz wichtig, dass eine gute Zusammenarbeit da ist im Team und vor allen Dingen, dass das Team wirklich alle Fähigkeiten besitzt, die notwendig sind, um die anstehende Arbeit, die anstehende Challenge zu erledigen. Das hört sich jetzt alles so selbstverständlich an, aber in der Praxis ist es oft so, dass viele dieser Eigenschaften einfach nicht da sind. Ja, und da sind wir auch beim super spannenden Thema angelangt. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese T-Shaped Skills Modell und das spielt natürlich da auch extrem stark rein, nämlich wie man sozusagen Wissen oder welches Wissen die einzelnen Teilnehmer haben, wie man das miteinander shared und wie die Wissensbreite ist, sodass man auch gut miteinander überhaupt kommunizieren kann. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man immer berücksichtigen muss bei so einer Teamzusammenstellung. Gut, für mich, ich sage immer, ein Team ist gut, wenn es Mission Fit ist, sozusagen, wenn es passt für die Mission, die es erledigen soll, also die Challenge, die da ist, die Mission, wenn das Team gut in der Lage ist, die Mission zu erledigen, wenn es fit ist für die Mission, dann ist es für mich ein gutes Team. Und welche Herausforderungen haben wir denn, wenn wir ein Team zusammenstellen? Im ersten Moment hört sich das immer alles relativ simpel an, aber wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann stellen wir fest, dass wir uns in einer extrem hohen Komplexität bewegen. Und es gibt die unterschiedlichen Dimensionen, die man berücksichtigen muss, damit so eine Zusammenarbeit gut funktionieren kann. Die einzelnen Charaktere, die im Team sind. Ja, da müssen wir schauen, dass wir die richtige Mischung haben.
Dann die Interaktion, die in dem Team stattfindet, ja, Informationsaustausch, da ist die richtige Größe des Teams wichtig. Die Beziehung, ja, also die sozialen Beziehungen, die soziale Vernetzung, da brauchen wir die richtige Vernetzung im Team, auch über das Team hinaus natürlich. Wir haben den Teamgeist, ja, also dass da eine entsprechende gute Teamkultur am Ende entsteht. Und wir haben das Thema Wissen, ja, nämlich auch die richtigen Fähigkeiten am Ende zu haben. Und alle diese Punkte, die spielen eine große Rolle, wenn es darum geht, ein gutes Team-Setup zu finden. Schauen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Komplexität der Charaktere rein. Ich nutze da relativ gerne das Belbin-Modell. Viele von euch kennen das bestimmt schon. Einige sagen, ja, Modelle, die funktionieren in der Praxis nicht wirklich, weil man die nicht eins zu eins überall abbilden kann. Aus meiner Sicht hilft mir dieses Modell tatsächlich sehr. Also vielleicht, dass man das nochmal so ungefähr einsortieren kann. Ich mache im Jahr so 5 bis 10 Teambuildings in der Variante, die ich euch vorstelle. Diese Woche habe ich sogar eins komplett remote gemacht mit 50 Leuten und hat auch wieder großartig funktioniert. Und also das größte Teambuilding, was ich gemacht habe bisher, das war mit knapp 150 Leuten. Also an einem Tag wirklich bei 150 Leuten eine komplett neue Teamstrukturen gefunden. Und dieses Modell hier, das hilft mir tatsächlich sehr stark, um nochmal eine neue Sichtweise in eine Teamzusammenstellung reinzubringen. Und das Belbin-Modell, das zeigt im Prinzip 9 Charaktereigenschaften auf, die unterschiedliche Personen mal mehr oder weniger ausgeprägt haben können. Und das teilt sich hauptsächlich in 3 Bereiche ein. Einmal in Wissen, einmal in Kommunikation und einmal in Handeln. Und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es ziemlich logisch, wenn man ein Team hat, was nichts weiß, hat man ein Problem. Wenn man ein Team hat, das nicht kommunizieren kann, hat man ein Problem. Und wenn ein Team hat, das nicht handeln kann, hat man auch ein Problem. Ja, also von daher ist im Prinzip genau das eigentlich nichts anderes, was hier mit ausgesagt wird. Am Ende ist es wichtig, dass man ein Team hat, das hier eine möglichst hohe Diversität hat. Sprich, am besten viele dieser speziellen Charaktereigenschaften sollten vorhanden sein. Und an einem konkreten Beispiel sieht man es vielleicht hier am extremsten. Ja, wenn man jetzt einen Perfektionist im Team hat oder ein Team, in dem nur Perfektionisten drin sind, ja, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was da am Ende rauskommt. Ja, also wahrscheinlich erstmal nichts oder ewig lang nichts, ne, weil immer noch mal irgendwie eine Schleife gedreht wird und überall noch ein Löckchen dran gemacht werden muss. Und wenn da nicht der Macher da ist, der im Prinzip dann sagt, also jetzt lasst uns endlich mal was auf die Straße bringen, ja, und lasst uns mal Erfahrung sammeln damit, bevor wir hier die Perfektion sozusagen unter uns irgendwie oder in Perfektion sterben wollen, müssen wir auch was liefern. Ja. Und diese Kombination, die findet man überall in diesen Rollen wieder. Und das zeigt halt sehr schön, dass ein Team auch hier eine unterschiedliche Besetzung haben sollte. Und was auch vielleicht hier nochmal relativ deutlich wird, ist, wenn man Teams zusammenstellt, dann macht man das heute in der Praxis oft über die Fachkompetenzen. Das heißt, man überlegt, welche Rollen braucht man in dem Team, ja, die für die entsprechende Aufgabe benötigt werden. Dann werden die Rollen in dem Team zugeordnet und dann bestimmt das ein Chef in der Regel, ja, wer jetzt gerade Zeit hat, und dann ist das Team fertig. So, dann gibt es aber, wie gesagt, die Perspektive von Belbin, der sagt, naja, also die richtigen Soft Skills sollten auch drin sein. Und wenn man das beleuchtet in Teams, auch man kann das auch in Teams beleuchten, die schon vorhanden sind, dann stellt man oft fest, oh, da gibt es aber doch Defizite. Und da lässt sich dann oft auch eine grundsätzliche Problematik, die ein Team vielleicht hat, erklären. Also wenn es im Prinzip eine Kommunikationsschwäche zum Beispiel hat. Jetzt kann man sich überlegen, wenn man in einem Team einen Gap hat, das heißt, es fehlt eine Charaktereigenschaft, ja, oder es fehlt eine Fachkompetenz, dann würde ich euch gerne mal, vielleicht, ihr könnt ja auch mal in den Chat was schreiben, mal die Frage stellen, was denkt ihr denn, was man einfacher beheben kann, also mit denselben Personen, ohne dass da jetzt unbedingt jemand Neues reinkommt, eine Charaktereigenschaft oder eine Fachkompetenz? Ja, da kann man sich ja mal Gedanken drüber machen.
Und das Spannende ist, in der Praxis ist es meistens so, dass man einfach die Charaktereigenschaften gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, und eine Fachkompetenz kann sich jeder aneignen im Team, aber eine Charaktereigenschaft zu verändern, ich glaube eher, dass das eher eine schwierigere Sache ist. Ja. Ja, genau. Die ersten Antworten, ne? Fachkompetenz ist. Exakt. Plus eins. Ja. Genau. Ja, und ihr merkt schon was. Eigentlich den wichtigen Teil davon, ja, nämlich die Charaktereigenschaften richtig zusammenzustellen, weil die eigentlich nachher nicht mal so einfach geändert werden können, der wird in den meisten Fällen einfach nicht berücksichtigt. Ne? Gut. Also von daher sollte da mal einen kleinen Blick drauf werfen. Und das nächste Thema ist die Komplexität Interaktion. Ja, also wie es auch schon im Agilen Manifest steht, Interaktion ist wichtig. Und was müssen wir da berücksichtigen? Es hat was mit der Anzahl der Leute zu tun, die im Team arbeiten. Ja? Also nehmen wir mal an, wir haben ein Team, wo nur drei Leute drin sind. Dann haben wir sozusagen hier eine Art simple Kommunikationsstruktur. Ja, das heißt, wenn jeder mal mit jedem spricht, dann haben wir drei Interaktionsschritte. Wenn wir ein Fünferteam haben, dann haben wir auf einmal schon eine deutlich gesteigerte Komplexität in der Kommunikation. Nämlich wir haben schon 10 Interaktionsschritte, die durchgeführt werden müssen. Wenn wir ein 7er-Team haben, dann haben wir auf einmal schon 21 Interaktionsschritte, ja, die durchgeführt werden müssen, wenn jeder sich mal irgendwie eingebracht haben muss in einer Kommunikation oder wenn jeder mal gefragt wird. Und ihr seht, da steigt die Kommunikationskomplexität sehr deutlich an. Und bei einem 7er-Team zum Beispiel, dann macht das schon einen Riesenunterschied, ob ihr 7, 8 oder 9 Leute im Team habt, weil das einen enormen Einfluss auf die Steigerung der Kommunikationskomplexität hat. Ich habe euch oben links mal die Formel hingepackt. Da könnt ihr spaßhalber mal die Kommunikationskomplexität aus eurem Team berechnen. Und und nicht ohne Grund sagt der Scrum Guide, dass optimale Teams in der Größe zwischen 3 bis 9 liegen, weil das auch was mit der Kommunikationskomplexität zu tun hat, ja, die hier dann noch in einem guten Maß ist. So, meine Erfahrung ist folgende, das könnt ihr mir ja auch mal im Chat teilen, was ihr dazu sagt. Ich habe nie bisher in der Praxis ein Team erlebt, was größer wie 12 Personen ist, wo in Wirklichkeit in der Praxis nicht doch wieder in Unterteams gearbeitet wird. Ja, also aus meiner Erfahrung ist, bei Teams, die größer sind wie 12 Personen, zerfällt das Team eigentlich inoffiziell sowieso wieder in kleinere Teamstrukturen. Ja, also das ist nicht mehr wirklich ein Team, sondern da entstehen wieder mehrere Teams draus. Und das ist natürlich ein Effekt, den man jetzt nicht unbedingt sich wünscht, weil wenn du ein Team haben willst, dann soll es ja ein Team sein, ja, und nicht mehrere. Ja, und es gibt sogar so gewisse Studien, wo man herausgefunden hat, dass die optimale Zahl 4,6 ist. Ja, also sägt bitte noch einen durch in der Mitte von euren Kollegen, ja, dass wir dann genau auf die optimale Zahl kommen. Nee, natürlich Quatsch. Ja, am Ende ist das natürlich auch jetzt hier nur eine Empfehlung. Ja, ihr müsst selber entscheiden, in welchem Kontext welche Größe Sinn hat. Aber denkt bitte drüber nach, die Komplexität der Kommunikation steigt, wenn das Team größer wird. Gut, Komplexität Beziehungen. Ja, also Beziehungen sind auch komplex. Finde die Dunbar-Zahl, die viele von euch bestimmt kennen, die 150, total spannend in diesem Kontext. Nämlich Robin Dunbar hat vor einigen Jahren festgestellt, dass wir so eine kognitive Begrenzung haben bezüglich unserer Beziehungsfähigkeit von Menschen. Der eine natürlich mehr, der andere weniger, logisch. Aber so im Durchschnitt können wir so, sagen wir mal, 150 direkte Beziehungen so managen, dass man sagen kann, diese Menschen sind Bekannte von uns. Ja? Ihr kennt das wahrscheinlich auch in Unternehmen oder in Unternehmensbereichen. Wenn die deutlich wachsen und es sind deutlich mehr wie 150 Leute, dann kennt man sich nicht mehr so gut. Ja? Man weiß nicht mehr genau, wo der wirklich hinzustecken ist, wie der heißt, was der eigentlich im Unternehmen macht, in welcher Abteilung, in welchem Team der ist. Das geht sozusagen verloren. Und da gibt es noch weitere Abstufen, die 35 für große Gruppen, 12 für kleine Gruppen
und 5 für beste Freunde. Das ist eigentlich ganz nett, weil es gibt ja auch 5 Freunde zum Beispiel. Ja, und man findet tatsächlich auch in der Praxis sehr viele Beispiele, die wieder auf diese Zahl 5 zurückführen und hier Dunbar auch wieder. Und am Ende geht es natürlich darum, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten wollen, auch gute Beziehungen zueinander haben müssen. Ja, und auch wenn das jetzt über Teams hinausgeht, zum Beispiel in Unternehmenseinheiten, dann sind viele Unternehmen mittlerweile, die strukturieren sich nach diesen 150. Also wie die Firma Gore zum Beispiel oder Spotify, die versuchen immer bei Spotify Tribes und so weiter so in 150er Größen zu schneiden, weil sie sagen, wir müssen uns noch gut kennen, damit wir gut zusammenarbeiten können. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt bezüglich der Beziehungsfähigkeit, den wir hier berücksichtigen sollten. Ja, was gibt es noch? Es gibt den Teamgeist, der auch durchaus eine sehr wichtige Rolle spielt. Teamgeist, da habe ich mich auch mal gefragt, okay, Teamgeist, das ist das Wort, das erste Wort, was mir eingefallen ist. Und bei Teamgeist, da gehört natürlich dazu irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein partnerschaftlich, kameradschaftlich umgehen. Und da gibt es auch ein Modell, das hier wahrscheinlich viele von euch schon kennen, das Tuckman-Modell, was ich da ganz, ganz gerne einsetze an der Stelle. Wenn Menschen zusammenkommen, insbesondere in der neuen Konstellation und dann zusammenarbeiten sollen, dann ist es erstmal so, dass ich das erstmal formen muss. Ja, also ich muss diese Person ja erstmal kennenlernen in irgendeiner Form. Ich muss einen Kontakt zu denen aufbauen. Ich hatte die vielleicht vorher noch nie so eng mit dem zusammengearbeitet. Das heißt, es findet da erstmal so eine Art Forming-Phase statt, wo man erstmal so ein bisschen nebeneinander existiert. Ja, und wenn diese Kontaktfähigkeit hergestellt ist und man sich so ein bisschen kennengelernt hat, dann kann auch mal so eine kleine Konfliktphase entstehen. Ne? Also wenn der eine oder andere dann auch mal gucken muss, wie weit kann ich gehen, ja, bevor jemand anders auf die Palme geht, ja, oder wo positioniere ich mich im Team genau, ja, wo ist meine Expertise, wo kann ich mich genau bewegen oder wie weit kann ich mich bewegen. Da entstehen Konflikte, die tatsächlich auch sehr wichtig sind. Also es ist für mich eine wichtige Evolutionsphase hier, weil ein gutes Team muss aus meiner Sicht konfliktfähig sein. Ja, und es muss in dieser Phase lernen, mit Konflikten umzugehen. Da ist natürlich ein Coach oder ein Scrum Master oder was auch immer natürlich sehr gut eingesetzt an der Stelle, um darauf zu achten, dass diese Konflikte auch konstruktiv gelöst werden oder das Team auch dauerhaft einen guten Weg findet, mit Konflikten umzugehen. Dann haben wir im Prinzip eine Norming-Phase, wo sich das Ganze normalisieren sollte im besten Fall. Und dann das erste Mal wirklich ein Miteinander entsteht und am Ende man in eine Performing-Phase kommt, wo im besten Fall ein Füreinander entsteht. Also ein Team, das gut miteinander arbeitet, da verstehe ich darunter, dass man füreinander da ist im Team, sich gegenseitig unterstützt, hilft, wenn jemand ausfällt, die Rolle übernimmt und so weiter. Und was passiert hier? Hier festigt sich eine Teamkultur. Also es ist nichts anderes als ein Durchlauf von verschiedenen Phasen, in dem sich eine Teamkultur festigt. Das heißt, wir treffen unbewusst oder bewusst Vereinbarungen, wie wir miteinander umgehen und welche Erwartungen wir aneinander haben. Und was ganz wichtig ist, wo man darauf achten sollte, bei jeder Teamveränderung startet der Teambildungsprozess wieder von vorne. Ja, mal mehr und mal weniger extrem. Das heißt, wenn ihr Teams habt, die ihr in den Konstellationen immer wieder neu zusammenstellt, ja, und das auch in kurzer Zeit stattfindet, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn diese Teams vielleicht überhaupt nicht die Chance haben, aus sozialen Aspekten heraus in eine Performing-Phase zu kommen. Ja, weil sie immer wieder hier in die in Phasen zurückgeschmissen werden. Unter Umständen. Ja, genau, also während dem Durchlauf wird im Prinzip eine Teamkultur ausgeprägt. So, was gibt es noch? Komplexität, Wissen. Welche Form von Wissen finden wir vor? Ja, relativ simpel. Es gibt einmal Einzelwissen. Ja, also das finden wir heute auch in vielen Unternehmen noch. Da haben sich im Prinzip durch bestimmte Kulturen, die in der Vergangenheit einfach so geprägt worden sind, haben sich sehr viele Einzelgänger herausgeprägt, die einzelnes Wissen haben, was nebeneinander existiert. Dann gibt es halt die Form von Miteinander, wo es halt gemeinsames Wissen gibt.
Und es gibt die Form von vernetztem Wissen. Ja, das ist im Prinzip das wirklich eine sehr intensive Art und Weise, wie man zusammenarbeitet und vor allen Dingen auch, wie man sein Wissen teilt. Und erst in der letzten Variante sehe ich wirklich ein hohes Potenzial für kollektive Intelligenz. Das heißt, wirklich eine Intelligenz, die übersummativ ist. Das heißt, wirklich eine Intelligenz von mehreren in Form von einer Teamintelligenz. Ja, so, wenn wir jetzt uns das mal alles angeschaut haben, das ist ja natürlich, hat sich jetzt erstmal wahrscheinlich ganz gut angehört. Die Frage ist, wie macht man das Ganze natürlich jetzt? Ne? Also hört sich jetzt irgendwie bis hierhin logisch an, aber wie nutzen wir das und wie setzen wir das in der Praxis um? Mein Lieblingsprinzip anzufangen ist das Prinzip Einladung. Das heißt, ich bin ein großer Freund davon, wirklich eine Einladung, aber auch wirklich im Sinne einer ursprünglichen Einladung auszusprechen. Damit meine ich jetzt nicht eine Einladung in Form eines Termins, ja, oder eine Outlook-Einladung, die am Montag um 10 Uhr eingestellt wird, sondern wirklich die ursprüngliche Form der Einladung. Das heißt, ich bin eingeladen, irgendwo mitzumachen und es hat für mich keine Folgen, wenn ich nicht mitmache. Ja. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Aspekt, damit sowas am Ende überhaupt gelingen kann, was ich euch gleich zeigen werde. Ja, und ein zweiter wichtiger Aspekt, den wir hier auch noch haben, ist, wenn wir die Potenziale nutzen wollen, dann müssen wir sie kennen. Ja, und ich kann euch sagen, also viele Menschen, die haben tatsächlich noch nicht wirklich entdeckt, worin sie gut sind. Ja, und wir sprechen da ja auch von blinden Flecken. Das heißt einfach Dinge, die wir selber über uns nicht wissen. Und die können wir nur erfahren, wenn wir sie von anderen mitgeteilt bekommen. Und so eine Kombination der Potenzialentdeckung bezüglich einer Selbstreflexion und Fremdreflexion, die machen wir, bevor wir in so einen Teambuilding-Workshop gehen, um die individuellen Potenziale der einzelnen Personen, die da mitmachen, herauszufinden. Und dafür habe ich eine Karte entwickelt, die nennen wir mittlerweile Set-Card, wie so eine Set-Card, wenn ein Model zum Set geht, ja, oder ein Schauspieler. Das heißt, da, wo ihre wirklichen Vorzüge und besonderen Eigenschaften draufstehen, das versuchen wir hier auf so einer Karte festzuhalten. Und da gibt es unterschiedliche Übungen, die man dann mit den jeweiligen Teams durchführt. Also zum Beispiel eine Personal Map, wo man erstmal versucht, nochmal selbst so ein Bild von sich zu zeichnen in Form so einer Mindmap und seinen Kollegen auch ein bisschen was über sich erzählt. Und dann nochmal versucht herauszufinden, was sind denn eigentlich so meine Interessen? Und bei Interessen meine ich jetzt nicht, welche Rolle habe ich in meinem Job, sondern ich meine jetzt wirklich, für was interessierst du dich in deinem Leben? Ja, und das sind oft Punkte, die total spannend sind, die einfach brach liegen, weil es gibt ganz viele Mitarbeiter, die haben wahnsinnig tolle Hobbys. Und es hat aber nie jemand sich mal die Mühe gemacht, versucht einen Bezug zu ihrer Arbeit herzustellen, von ihren Hobbys. Und dann haben wir im Prinzip noch das Thema Motivatoren. Da nutze ich gerne Moving Motivators, Management 3.0 Übung, wo man selber für sich selbst mal Karten legt und mal für sich selbst versucht herauszufinden, was sind eigentlich Dinge, die mich besonders motivieren. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was ihr denkt, in welcher Form Motivatoren Einfluss haben auf eine gute Teamzusammenstellung. Also, keine Ahnung, sind das Menschen, die im Team alle dieselben Motivatoren haben? Oder könnte eine Diversität hilfreich sein? Ja, könnt ihr euch ja mal Gedanken machen und mal in den Chat was schreiben. Ja, was es sonst noch so gibt, natürlich, welche Fachskills bringe ich mit? Ja, und damit meine ich jetzt auch nicht, in welcher Rolle bin ich gerade unterwegs, sondern wo denke ich selber, sind meine fachlichen Stärken und welche Soft Skills, also nach dem Belbin-Modell kann ich auch mal so Pokerkarten legen und mal überlegen, okay, in welcher Reihenfolge treffen diese Eigenschaften auf mich zu. Der spannende Effekt, den wir da auch noch versuchen mit abzudecken, ist dann diese blinden Flecken, ein bisschen Licht in die blinden Flecken reinzubringen. Und da machen wir im Prinzip auch
einige von diesen Übungen in Form von Fremdeinschätzung. Zum Beispiel bei den Fachskills und bei den Softskills fragen wir auch die anderen Teammitglieder, mit denen die einzelnen Personen gerade zusammenarbeiten, wo schätzt ihr denn diese Person ein? Ja, welche fachlichen Fähigkeiten ihr bei dieser Person entdeckt und welche Charakterstärken, ja, seht ihr in dieser Person? Und da machen wir dann auch hier nochmal so eine kleine Reflexion, wo habe ich mich selbst eingeschätzt im Vergleich zu dem, wie haben die Leute mich eingeschätzt, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich kann euch sagen, da kommen viele Überraschungen raus, positive Überraschungen, ja, dass man dann sagt, oh wow, also ich habe mich jetzt da gesehen, ja, und mein Team hat sogar noch eine andere Stärke hier aufgetan, die war mir jetzt so selbst gar nicht bewusst. Und das sind wirklich dann so spannende Momente, wo man feststellt, okay, wir sind gerade dabei, neue Potenziale zu entdecken, ja, was super toll ist. Gut, ja, und wir, also ich denke mal, viele von euch setzen wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle agile Arbeitsmethoden ein. Wahrscheinlich hauptsächlich in der Produktentwicklung, würde ich mal behaupten. Aber das Spannende ist, wenn wir uns jetzt nochmal zurückorientieren, warum wir überhaupt agile Methoden einsetzen. Ja, könnt ihr ja auch mal in den Chat schreiben. Warum setzen wir denn heute überhaupt agile Methoden ein? Was ist denn der Grund dafür? Ja, wir machen das ja nicht nur, weil das alle machen oder weil wir das irgendwo gehört haben, sondern es gibt ja einen konkreten Grund dafür. Und der Grund, der hat ja meistens was mit dem Umfeld zu tun, in dem wir uns bewegen. Ja. Können wir mal schauen, ob da im Chat irgendwas kommt. Und ich kann ja schon mal sagen, also wir setzen ja agile Methoden nicht ohne Grund ein. Und der Grund, wie ihr wahrscheinlich auch schon erkannt habt, ist, dass wir uns in einem extrem komplexen Umfeld bewegen. Ja, und die Komplexität auch oft steigend ist. Und aber Agilität ist ein Werkzeug für Komplexität, also für komplexe Aufgabenstellung. So, jetzt setzen wir das in der Produktentwicklung ein. Prima, da haben wir oft sehr komplexe Aufgabenstellungen, aber eine Organisationsentwicklung oder auch ein Teambuilding ist ja auch eine komplexe Aufgabe. Ja, warum setzen wir nicht auch zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Scrum ein, ja, um ein Team-Setup zu erarbeiten, nicht ein Produkt zu entwickeln, sondern eine Teamzusammenstellung zu erarbeiten. Ja, ist im Prinzip eine empirische Vorgehensweise, habe ich eben auch schon im Chat gelesen, genau, so ist es. Ja, eine empirische Vorgehensweise nach dem PDCA-Cycle, aber nicht um ein Produkt zu entwickeln, sondern einfach um ein Team zu entwickeln, ein Team-Setup zu entwickeln. Und wie funktioniert das Ganze? Wir machen einfach einen Team-Forming-Workshop an einem Tag in Form von Self-Selection. Sprich, wir planen ein Vorhaben, wir legen das Ziel fest und planen eine Iteration. Wir gehen ins Doing und definieren Teams, und zwar mit diesen Set-Cards, die ihr vorhin gesehen habt, die jeder mitbringt zum Set. Ja, wir sind da an einem Set und dort hängen verschiedene Teamposter. Und in den Teampostern, hängen die einzelnen Teilnehmer dann ihre Set-Card einfach an eine Stelle, wo sie denken, da passen sie am besten hin. Und wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir uns das Ergebnis an und reflektieren mit allen Teilnehmern zusammen das Ergebnis. Und da entsteht eine brutalste kollektive Intelligenz, kann ich euch sagen. Jeder ist im Prinzip dazu aufgerufen, Probleme, Engpässe, Schwierigkeiten, Schwachstellen des Teams zu erkennen. Und alle Schwachstellen, die wir erkennen in dieser Teamzusammensetzung, die sich da gefunden hat, hängen wir mit Post-its an der Seite auf. Dann gehen wir einfach in eine Retrospektive und überlegen uns, okay, jetzt haben die Teams verschiedene Defekte. Wie können wir gemeinsam diese Problematiken lösen? Ja, was sind eure Ideen? Was sind eure Konzepte, wie wir diese Probleme lösen können? So, und diesen Teamforming-Prozess, diese Iteration, die machen wir dreimal. Und in der dritten Iteration sind wir good enough to start. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen abenteuerlich an. Aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt 3 Dutzend ungefähr
von diesen Buildings gemacht. Ich habe noch keines erlebt, wo wir nicht am Ende mit Teams rausgekommen sind, wo alle, die da teilgenommen haben, stolz auf das Ergebnis waren. Einige haben sogar ihre Teamposter auf sozialen Medien geteilt, ganz stolz. Und wo wir nicht eine Zusammenstellung gemeinsam gefunden haben, wo alle gesagt haben, damit können wir loslegen. Da haben wir ein gutes Gefühl mit. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Der eine ist mehr oder weniger skeptisch, aber in Summe sind die meisten motiviert und stolz auf eine gute Lösung, die sie gemeinschaftlich zusammen entwickelt haben. Ja, und am Ende sollen natürlich da sinnvollerweise arbeitsfähige Teams rauskommen. Ja, ich habe hier nochmal so eine Teambuilding-Karte mitgebracht. Da stehen dann halt die Mission des Teams drauf, die verschiedenen Eigenschaften, die dann für diese Mission gebraucht werden. Dort werden dann die Karten eingehängt. Hier unten kann man dann die sozialen Fähigkeiten, die Charaktereigenschaften von dem Team mal checken, wie die aussehen. Und hier kann man die Defekte aufhängen. So, hier habe ich euch nochmal, ihr kriegt ja die Folien auch noch im Anschluss, mal so ein paar Punkte hingebaut im Schritt 3, wenn ein Team dann an den Start geht, was es noch alles machen kann. Ja, von einem Namen festlegen des Teams oder vielleicht auch ein Team-Contract noch erarbeiten. Am Ende möchte ich euch noch einen Punkt mitgeben, der mir total wichtig ist an der Stelle. Jede Veränderung, da gehört natürlich auch eine neue Teamkonstellation dazu, braucht eine gewisse Zeit, damit sie funktionieren kann. Ja, und bitte, wenn ihr so etwas macht, das heißt in irgendeiner Form eine neue Teamzusammenstellung, dann macht transparent für alle, dass die Erwartung nicht die sein kann, dass man nächste Woche absolut großartige Ergebnisse liefert. Sondern jede Veränderung und umso radikal die Veränderung ist, umso mehr braucht diese Veränderung eine Zeit, bevor sie wirksam werden kann. Also am besten am Anfang einer Veränderung festlegen, wie lange wir dieser Veränderung Zeit geben. Beim Team-Setup sind das meistens 3 Monate, ja, wo man sagt, nach 3 Monaten können wir schon mal eine objektive Reflexion machen, aber vorher wahrscheinlich nicht, weil die Konflikte, die auftreten, im Prinzip jetzt nichts mit der eigentlichen Arbeit dann, wenn das Team eingefahren ist, zu tun haben. Gut, Takeaways an der Stelle noch schnell. Der Zweck des Vorhabens sollte immer sinnstiftend sein. Ja, wenn die Menschen, die da mitmachen, keinen Sinn drin sehen, dann vergesst es bitte. Jedes Team muss eine bewegende Mission haben. Ja, also Teams sollen wirklich, die müssen auch wissen, welche Mission haben sie zu erfüllen. Ja, also wenn jemand sich in ein Team einschreibt, muss er wissen, welcher Mission tritt er bei. Der Rahmen des Workshops muss klar abgesteckt sein, es muss klare Regeln geben, wo man drin agieren kann und es muss ein Umfeld geschaffen werden, wo gesunder Menschenverstand und kollektive Intelligenz entstehen kann und genutzt werden kann. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Robert, vielen Dank. Du bist schnell durchgehastet. Jetzt haben wir aber noch ein paar Minuten für Fragen. Das ist der Vorteil. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade nochmal rausholen, ja, weil ich nämlich jetzt am Ende, dass ich die Fragen sehr spannend finde. Ja, genau. Also es ist sehr viel passiert im Chat. Also da frage ich mich bei dem einen oder anderen, hat er überhaupt zugehört, was du geschrieben hast? Weil da ist eine rege Diskussion, was du gesagt hast, während er geschrieben hat, so, da ist eine rege Diskussion entstanden. Und das haben sich auch schon Leute zu einer Session verabredet, habe ich gesehen. Also da wird es bestimmt gleich auch noch weitergehende Diskussionen geben. Ja. Und ich habe mir so 2, 3 Sachen mal aufgeschrieben. Dann fangen wir mal an. Dann gucken wir mal, ob ich das irgendwie mit dem Chat koordiniert kriege. Das sind ja relativ sehr rege gerade. Ja. Die Jan fragte zum Beispiel, wie man denn Führungskräfte und ihre Ängste, den Kontrollverlust beim Team-Setup denn eigentlich am besten abholen kann. Wie schaffst du die Akzeptanz für so Self-Building-Geschichten? Das ist eine super geniale Frage, weil das tatsächlich fast immer ein Thema ist. Ja, also ich kann euch sagen, dieses Erlebnis zu haben in so einem Workshop und zu sehen, wie verwundert die Führungskräfte sind, das kann ich euch sagen, das ist großartig. Ja, also natürlich gehen in den meisten Fällen gerade die Chefs, die von den Bereichen oder die Manager mit total viel Ängsten und Vorbehalten in so einen Workshop. Also man muss ihnen die natürlich versuchen, am Anfang zu nehmen. Am besten fragt man im schlimmsten Fall, was kann passieren. Ja, also nehmen wir mal an, wir machen so einen Tag, ja, und am Ende klappt es mit den Teams nicht, dann machen sie halt mit denselben Teams weiter.
Ja, gut, dann hat man einen Tag verloren, aber da wird die Welt jetzt nicht von untergehen. So, aber wenn Sie sich wirklich dazu aufraffen und sagen, ja, wir wollen das mal machen, okay, und wir lassen uns jetzt auch mal führen von dir und wir geben mal diesen Freiraum und lassen mal freie Hand. Und ich kann euch sagen, die Augen dieser Führungskräfte, die sind, das ist der Hammer, sich das anzusehen, wie verblüfft die sind, wenn Mitarbeiter quasi, wenn die einen Raum bekommen, in dem sie wirklich gut arbeiten können, in dem diese kollektive Intelligenz entstehen kann von den vielen. Also ich sage immer, in diesem Teambuilding-Prozess kann eigentlich nie was schiefgehen. Ja, also wenn wir da 50 Leute haben, ja, dann ist immer irgendeiner dabei, der eine gute Idee hat. Und wichtig ist natürlich, dass man die Kommunikationskomplexität im Griff hat. Ja, also wenn man mit 50 Leuten zusammen einen Workshop macht, ja, dann muss man natürlich hier so Liberating Structures oder irgendwas einsetzen, um im Prinzip das gut zu strukturieren, die Kommunikation. Ja, sonst wird das nicht funktionieren, wenn alle anfangen, irgendwie eine wilde Diskussion zu starten, dann bringt das natürlich nichts. Muss gut strukturiert sein, aber Liberating Structures zum Beispiel kann man großartig dafür einsetzen. Und dieses Erlebnis für die Führungskräfte ist der Startpunkt, so weiterzumachen. Ja, also wenn die es mal erlebt haben in einem Workshop, was für großartige Ideen daraus kommen und welche krassen Probleme Teams selbst gelöst haben, ohne dass ein Chef da in irgendeiner Form was sagen musste. Ja, und der Chef selber sagt, ich wäre nie auf so eine Lösung gekommen. Das ist im Prinzip ein Startpunkt, der eigentlich der beste Startpunkt ist, zu sagen, so wollen wir weitermachen. Ja, also wir wollen das eigentlich genau so, wollen wir in Zukunft auch unsere Arbeit machen. Also wir wollen in der Form so weiterarbeiten. Okay, also das heißt, du fragst oder forderst eigentlich einen Vertrauensvorschuss an dieser Stelle. Du musst natürlich... Erst danach, ne? Also, ja. So, ja. Also sich ja darauf einlassen wollen, ne? Genau, also ich sag mal, die Erleichterung kommt erst danach. Ja. Vorher gibt es eine sehr viel Anspannung, aber... in jedem Fall hat es sich gelohnt, kann ich euch sagen, ja, weil einfach die Großartigkeit, wenn man wirklich zusammenarbeitet, also echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfindet, hier oft das erste Mal richtig erlebt wird. Nicht nur von den einzelnen Leuten, die ja teilnehmen, sondern halt auch von den Führungskräften, die dabei sind. Und das, das muss ich euch noch erzählen, das ist der Oberhammer. Am Anfang kommt immer die Frage, bei den Führungskräften, sollen wir da dabei sein oder nicht? Ja, die Frage stelle ich jetzt mal in den Chat. Was meint ihr, was die Führungskräfte von sich aus sagen, ob es besser ist, wenn sie dabei sind oder nicht dabei sind? Was würden die Führungskräfte sagen? Schreibt mir das mal in den Chat. Und dann sagt mir mal, beantworte ich die Frage relativ simpel. Dann sage ich, dann fragt eure Mitarbeiter. Ja, also wenn ihr unentschlossen seid, ob ihr mitmacht oder nicht, fragt doch einfach eure Mitarbeiter, ob sie euch dabei haben wollen oder nicht. Ja. So, und dann schreibt mir mal in den Chat, was die Mitarbeiter sagen. Ja? Also schreibt mir mal rein, was die Führungskräfte sagen, ob sie dabei sein sollen oder nicht. Und dann schreibt mir mal in den Chat, was die Mitarbeiter sagen, ob die Führungskräfte dabei sein sollen oder nicht. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Mehrheit sagt nicht dabei, wobei es ist nicht ganz eindeutig, würde ich sagen. Besser dabei. Mhm. Sich uneinig, würde ich sagen. Ja. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Tendenz so nicht dabei ist bei den Führungskräften. Ja, also es wird schon lange drüber nachgedacht, sollen wir dabei sein oder nicht, ja, aber so die Tendenz ist so ein Hauch in die Richtung nicht dabei. Mhm. Und ich kann euch sagen, wir machen genau das, wir fragen die Mitarbeiter, ob die das wollen, ob die dabei sein sollen oder nicht, und ich kann euch sagen, ich habe nie weniger wie 90% gehabt in der Umfrage, wo die Mitarbeiter sagen, sie wollen ihre Führungskräfte dabei haben. Also 90% sind immer bisher mindestens dafür gewesen. Ja, was ich allein diesen Sachverhalt finde ich schon total krass. Ne? Also wie die Führungskräfte dann so denken, ja, die wollen das bestimmt nicht dabei haben und wir könnten das manipulieren, ja, oder wir beeinflussen das an irgendeiner anderen Stelle vielleicht. Ja, und die Mitarbeiter sagen, nein, wir wollen sie dabei haben. Und warum wollen sie dabei haben? Weil sie sagen, das ist für uns eine Art von Wertschätzung. Ja, und wir schätzen auch die Fachkenntnis, ja, und wir wollen auch, dass sie uns unterstützen in der Betrachtung zum Beispiel, ob sie vielleicht auch einen Defekt in dem Team erkennen, ja, so wie wir sie zusammengestellt haben. Und wir wollen mit Führungskräften, wir wollen zusammenarbeiten, ja, wir wollen eigentlich eine Gemeinschaft sein und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das ist eigentlich die spannende Erkenntnis, die ich auch da an vielen Stellen herausgefunden habe. Spannend. Eine letzte Frage vielleicht noch, die auch im Chat kam, und zwar, ich habe aufgeschrieben vom Frank,
Da ging es so ein bisschen um die Schwächeren. Ich würde vielleicht ergänzen, Schwächeren und Leiseren. Ja, also schaffst du es gerade in so großen Workshops, die Diversität zu nutzen und nicht die Leisen und Schwachen irgendwie sich abgehängt zu fühlen. Die machen dann das Team Resterampe oder sowas. Ja, genau. Also das kann natürlich eine Gefahr sein, wo man jetzt als Moderator sozusagen auch aufgerufen ist, da so ein bisschen einen Blick drauf zu haben. Ne? Aber im Ende ist es natürlich ja schon so, dass sich ja jeder aus Eigenantrieb irgendwo hinhängt. Ne? Und dort auch in diesem Team, dann auch im Diskurs, auch in diesen neu gefundenen Teams zum Beispiel, einen Auftrag bekommt, herauszufinden, wo sehen Sie selbst Ihre Schwächen, ja, wie können Sie sich optimal ergänzen und so weiter. Und wenn wir dann auch die Gesamtbetrachtung machen, ja, dann werden wir, also wenn wir mit 50, 60 oder sogar über 100 Leuten in einem Raum sind und uns ein Team angucken, dann gibt es fast keine Schwachstelle, die wir nicht entdecken können. Ja, weil es ist einfach die Intelligenz der vielen. Ja. Und da sagt einfach einer, ich glaube, dieses Team hat eine Schwäche, ja, weil einfach die Zusammenstellung da, das sind alles neue oder das sind alles externe vielleicht, ja. Und das wird herausgefunden, das kann ich euch versprechen. Ja, das ist der Hammer. Ich sehe schon, du bist sehr überzeugt, Robert, und hast da bestimmt noch viel beizutragen. Wie gesagt, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gucken. Vielleicht guckst du hier im Chat nochmal vorbei. Wie gesagt, es war ja auch eine Session angekündigt, da gibt es bestimmt auch noch, die freuen sich bestimmt über deinen Input da. Insofern erstmal vielen Dank. Wir sehen uns ja sowieso des Öfteren und es war sehr spannend. Und wir sehen uns hier gleich zum letzten Talk wieder zu meinem Technik-Lieblingsthema Schätzen. Also bis gleich.